Hallo. In den vergangenen 25 Jahren hat dieser Mann den deutschen Fußball verändert wie kein zweiter. Ralf Rangnick. Hi, hallo. Wir treffen ihn in Leipzig im UT Connewitz, besucht er die Generalprobe einer Oper, die er mit seiner Stiftung finanziert hat. Bekannt ist Ralf Rangnick als Fußballprofessor, Taktik-Nerd und als Besessener. Aber er ist viel mehr. Fußballromantiker und ein, wie Vertraute sagen, liebevoller Mensch. Aber ist Ralf Rangnick auch der, der ein Monster zum Leben erweckt hat? Drei Aufstiege in 4 Jahren und seitdem regelmäßig Champions League. Hat es vorher noch nicht gegeben und ich glaube, dass es das auch in den nächsten 100 Jahren eher unwahrscheinlich ist, dass sich sowas nochmal wiederholt. Ende Juni 2012 wird Ralf Rangnick als Sportdirektor von Red Bull Salzburg vorgestellt. RB will ihn als Trainer, aber das lehnt er ab. Stattdessen sichert er sich die sportliche Verantwortung für den österreichischen Meister und den jungen Schwesterverein in Deutschland. In Leipzig kommt das Projekt nicht von der Stelle. 2 Jahre scheitert RB in der Regionalliga am Aufstieg. Firmengründer Dietrich Mateschitz fragt ihn, was er anders machen wolle. Alles, sagt Rangnick. Ich kann mich ja noch gut erinnern, wie die Situation sowohl hier als auch in Salzburg 2012, als ich dann das Amt des Sportdirektors angetreten bin, wie die Situation dann jeweils war und was für Mannschaften wir angetroffen haben. Das war genau das Gegenteil von dem, für was die beiden Vereine jetzt stehen, nämlich eher ältere Mannschaften. Durchschnittsalter in beiden Vereinen lag eher bei 30 oder in Salzburg sogar noch drüber. Und wir haben dann eben durch die stringente Transferpolitik nur junge, hochbegabte Spieler zu verpflichten zwischen 17 und 22, die eben ihren ersten oder maximal zweiten Profivertrag unterschreiben und nicht ihren letzten oder vorletzten, wie es vorher war. Rangnick schafft Synergien zwischen den beiden Clubs in Leipzig und Salzburg. Und er trifft unangenehme Entscheidungen. Ich kann mich an meinen allerersten Tag hier erinnern. Da habe ich, glaube ich, innerhalb von 5 Stunden eine komplett neue medizinische Abteilung finden müssen. Rangnick ist kompromisslos, aber geht er auch über Leichen? Das wollen wir von einem wissen, der es wissen muss. Oh, über Leichen. Also das ist ja so ein Sprichwort, ne? Natürlich nicht. Es gab keine Leichen, bei dem ich rübergelaufen bin oder er rübergelaufen ist. Also für mich ist es eher dann so gewesen, dass es nochmal mega anstrengend war, dass es auch kritische Phasen gab, dass ich viel Stress gehabt habe, aber habe immer versucht, für die große Sache dann zu arbeiten und zu denken. Per Nilsson. Kaum jemand hat so lange mit Rangnick gearbeitet. Erst als Spieler in Hoffenheim, dann als Assistent in Leipzig. Er fädelt den Königstransfer Emil Forsberg ein. This is like Sweden. This I have no problem with. Es war kurz vor Weihnachten, wenn man Halfgrund kennt, war das bestimmt 23. oder 24. Ich habe ja mit Emils Vater zusammengespielt und kenne natürlich Emil. Wir hatten eine kurze Zeit in der Nationalmannschaft zusammen. Ich habe dann ein Telefonat geführt, um halt zu erzählen, mehr oder weniger das, was Ralf aufbauen wird. Das hat Hand und Fuß und wird erfolgreich sein. Mit Spielern wie Forsberg, Paulsen und Sabitzer macht RB im Mai 2016 den Aufstieg in die Bundesliga perfekt. Das erste Tor hat Emil Forsberg geschossen, das zweite Marcel Halstenberg unter gütiger Mithilfe zwar des Torwarts, aber das war uns in dem Moment egal. Das war, glaube ich, ein paar Minuten vor Schluss und danach war hier natürlich wirklich war den Emotionen freier Lauf gelassen. Leider habe ich mir dann noch eine relativ schwerere Verletzung zugezogen, weil ich versucht habe, der Bierdusche durch Davy Selke zu entkommen. Und das ist mir natürlich nur bedingt gelungen. Das war wirklich ein großartiges Erlebnis. Rangnicks Karriere beginnt hier, in Korb, Baden-Württemberg. Auf halbem Weg zwischen Stuttgart und seinem Heimatort Backnang.
In der Provinz probiert er aus, was bis heute seinen Stil prägt: die ballorientierte Raumdeckung. Jetzt eben nicht, wie ich es noch früher gekannt habe, neben dem Mann stehe, sondern eben zu schauen, dass man möglichst schnell in Ballbesitz wiederkommt und dann den Gegner möglichst gut und schnell stresst, um dann auch die Aktionen nach vorne zu machen. Und zwar ist dann eben jeder eingebunden und nicht nur 3-4 Spieler, sondern die ganze Mannschaft. Mit Amateurkickern wie Frank Vetter träumt Rangnick von Fußball, wie ihn Valeri Lobanowski mit Dynamo Kiew und Arrigo Sacchi mit dem AC Mailand spielen ließen. Ich habe, glaube ich, damals mit dem SC Korb, war das einer der ersten Vereine im Seniorenfußball, wo wir tatsächlich mit Viererkette gespielt haben, ballorientierter Raumdeckung, mit Pressing über den gesamten Platz. Da gab es nicht viele Vereine, die das gemacht haben. Der Feldversuch vor den Toren Stuttgarts gelingt. Rangnick verändert damit den deutschen Fußball. Raumdeckung revolutioniert das Land des Liberos. Er war ja 2 Jahre hier in Korb und im zweiten Jahr haben wir es bis ins Halbfinale vom WFV-Pokal geschafft, was hier in Württemberg für eine damals fünfklassige Mannschaft schon ein wichtiges Thema war. Und ich glaube, sein Highlight hier in Korb, unseres auch, war, dass wir die VfB-Amateure hier aus dem Pokal rausgeworfen haben. Und das wäre ohne dieses System nicht möglich gewesen. Keine Chance. Rangnick führt der Weg in den Profifußball. 4 Jahre arbeitet er beim VfB Stuttgart im Nachwuchs. Dann geht er als Cheftrainer erst nach Reutlingen, später zum SSV Ulm. Seine Idee vom Fußball perfektioniert er. Und damals schon auch noch einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil mit unserem aggressiven Spiel gegen den Ball, mit unserem Pressing. Und die Spieler selber haben dann erst mal gemerkt, dass diese Art zu spielen dann fast wie ein 12. oder 13. Mann sein kann. Sportlich legt Rangnick in Ulm die Basis für den ersten Bundesliga-Aufstieg des Vereins. Bundesweit bekannt wird er durch einen legendären TV-Auftritt. Es gab eine Anfrage fürs aktuelle Sportstudio. Vor Weihnachten haben sie wahrscheinlich auch niemand anderen mehr gefunden, der dann noch Zeit sich nehmen wollte, kurz vor Heiligabend. Und ich habe dann gesagt, ich würde gern kommen, aber es geht nicht, wir haben Weihnachtsfeier. Und das ZDF hat dann gesagt, was ist, wenn wir Ihnen den Hubschrauber schicken? Haben sie dann gemacht. Der Hubschrauber ist dann auf unserem Trainingsplatz gelandet und hat mich dann nach Mainz geflogen. Ich bin dann völlig unvorbereitet, plötzlich im Sportstudio sitzend, holte er von hinten eine Magnet-Taktiktafel vor und sagte, na, nachdem Sie ja jetzt so erfolgreich dastehen, erklären Sie doch mal unseren Zuschauern in 2 Minuten, wie Ihre Spielweise aussieht. Wir haben hier jetzt schon mal eine Situation, wo 2 Mann den Ballbesitzer versuchen zu stellen, zu attackieren. Die Nummer 10 schiebt in Richtung Ballseite rüber, hat hier die Aufgabe, ja, hier so ein Dreieck zu erzeugen, den Passweg hier zu schließen. Noch vor dem Aufstieg mit Ulm wechselt Rangnick zum VfB Stuttgart. Er verdient das 10-fache und ist näher an der Familie. Glücklich wird er beim VfB aber nicht. Sportlich hat er überall Erfolge vorzuweisen, auch in Hannover und erst recht auf Schalke. Aber Rangnick eckt früher oder später immer wieder an. Zurück nach Leipzig, in die Gegenwart. Hier sehen wir sein anderes Gesicht. 2015 gründet er die Ralf-Rangnick-Stiftung. Seither kümmert er sich mit ein paar Mitarbeiterinnen um Projekte für Leipziger Grundschüler. Für Rangnick Herzenssache. Eine seiner Aufgaben? Geladene Gäste hinter die Kulissen des Profifußballs blicken zu lassen. Geld ist kein Motivator. Ja? Und Spieler wechseln nicht den Verein in erster Linie des Geldes wegen. Und wenn sie es tun, dann tun sie es eigentlich schon wieder aus den falschen Motiven. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich überhaupt nicht an irgendeine sportliche Zukunft von einer Liga wie Saudi-Arabien glaube. Seine Rednergage steckt er in Kultur- und Bildungsprojekte, wie aktuell in die Oper Brunnibar. Ein Stück von Hans Krasser, komponiert im Konzentrationslager Theresienstadt. Rangnick lässt die Oper in Leipzig gemeinsam von ukrainischen, russischen und deutschen Kindern aufführen. Mit jeder Minute des Applauses hast du das Gefühl gehabt, sie wachsen noch mal um einen Zentimeter. Wird mit Sicherheit auch viel zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder beitragen. Persönlich gewachsen ist Rangnick auch, damals auf Schalke. Schalke war zu dem Zeitpunkt 17. der Tabelle, hatte eine gute Mannschaft.
Und wir sind dann innerhalb von einem halben Jahr von Platz 17 auf Platz 1 geklettert, haben die Bayern zweimal geschlagen, sind am Ende der Saison dann Zweiter geworden, waren im Pokalfinale, auch gegen Bayern, haben das 2-1 verloren. Rangnick will mehr und will auch ungewöhnliche Wege gehen. Sein Ziel ist, einen Sportpsychologen zu Schalke 04 zu holen. Und dann habe ich ja gesagt, ja, lass uns mal überlegen, wo wir eventuell noch Luft nach oben haben und wo wir Dinge verbessern können. Dann ging es natürlich auch darum, dass die Spieler selber dran glauben, dass wir Titel gewinnen können. Dann war die Frage, können wir dann da in dem Bereich vielleicht jemanden dazu holen? Und Rudi hatte dann so seine Art an der Zigarre gezogen und gesagt, hör mal, wenn die einen Psychologen brauchen, dann schick sie zu mir, die sollen dann zu mir hochkommen. Brauchen wir nicht, haben wir früher nicht gebraucht, brauchen wir jetzt auch nicht. Er ist seiner Zeit voraus, stößt aber immer wieder an Grenzen. Grenzen, die ihm Vorgesetzte setzen. Es wurde halt gar nicht so sehr nach einem bestimmten Plan vorgegangen, wenn man den Kader zusammengestellt hat. Ja, also es gab da auch keine, in dem Sinn, wie soll ich sagen, regelmäßige Treffen mit der Scouting-Abteilung, dass man dann ganz genau festgelegt hat, das ist das Spielerprofil, wir brauchen den und den Spieler. Sondern das wurde dann eher so auch ein bisschen aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus entschieden, ob man jetzt diesen oder jenen Spieler holt. Natürlich waren da auch gute Spieler dabei und auch gute Transfers, aber es wurde jetzt nicht so richtig nach einem Masterplan letztlich auch agiert. Wir sind Schalke, Schalke. Rangnick identifiziert sich mit dem Traditionsverein. Die Fans lieben ihn und seinen Fußball. Aber im Machtpoker mit dem Vorstand leistet er sich einen folgenschweren Fehltritt. Eine Ehrenrunde. Noch bevor das Bundesligaspiel gegen Mainz am 10. Dezember 2005 beginnt. Also es war überhaupt keine Ehrenrunde, zumindest war es auch überhaupt nicht so gedacht. Ich bin dann nach dem Aufwärmteil so eine Viertelstunde vor Anpfiff dann in die Kabine gegangen und mein damaliger Co-Trainer Mirko Slomka hat mich dann gebeten, noch mal rauszukommen, weil die gesamte Kurve hinterm Tor praktisch meinen Namen gerufen hat. Und dann habe ich mich tatsächlich zu so einer Runde hinreißen lassen, emotional. War sicherlich jetzt im Nachhinein, würde ich es auch nicht mehr machen. Aber das war überhaupt keine geplante Aktion, sondern hat sich eben auch aus der Emotion heraus ergeben. Wir haben dann das Spiel 1-0 gewonnen, waren, glaube ich, nach dem Spiel Tabellendritter oder Vierter. Und dann hat mich am nächsten Tag Andi Müller informiert, dass jetzt der Verein das als Affront empfunden hätte oder wo die Assau es als Affront empfunden hat und dass man sich deswegen trennt. Rangnick lässt Assauer, Schalke und den großen Fußball hinter sich und fängt in der Fußballprovinz neu an. Beim Regionalligisten TSG Hoffenheim. Ich wollte in der Nähe von zu Hause was machen. Und als Dietmar Hopp mich dann damals anrief und sagte, er würde sich gern mit mir treffen, weil er in die Bundesliga aufsteigen möchte mit seinem Heimatverein, sind wir uns dann relativ schnell einig geworden und ja, dort war ich dann eben sowohl Trainer als auch Sportdirektor und Kaderplaner in einem. Und da haben wir dann natürlich auch etwas geschaffen, also ein Dorf mit 3.500 Einwohnern innerhalb von 2 Jahren an die Spitze der Bundesliga zu führen. Das war einfach großartig, auch so ein bisschen märchenhaft. Der mittlerweile 65-Jährige stellt ein Team aus weiten Unbekannten zusammen. Per Nilsson holt er aus Norwegen von einem kleinen Club. Und macht ihn zum Kapitän. Und dann erinnere ich mich an Vorbereitungen dann mit Hoffenheim, sicher auch die erste Vorbereitung. Wurde dann in Testspielen gegen ein Kreisligaspiel oder so mit unterschiedlichen Regeln für Spiel. Nach einem Tor zum Beispiel, wo du ein Tor schießt, dann vielleicht 8 Sekunden hast, um den Ball vom Tor auf die Mittellinie zu bringen. Es ging ja dann um Umschalten, schnell denken, schnell Lösung und so weiter. Also waren natürlich viel mehr andere konstruktive Regeln als so dann auch in den Spielen. Aber so haben wir dann auch letztendlich auf Dauer gespielt. Also dass all diese Automatismen, all diese Regeln eingespielt haben für jeden in der Mannschaft. Und das ist dann die Prinzipien, die man dann plötzlich anfängt als Spieler automatisch auszuführen. Also wo du nicht mehr nachdenkst, warum, wieso, sondern du machst das halt automatisch im Spiel. Und dann in der ersten Liga mit der Mannschaft damals, mit Shinedu Obasi, mit Demba Ba, mit Vedad Ibisevic, Carlos Eduardo, Luis Gustavo, Tobias Weiß, Andy Beck, Sead Salihovic. Wir hatten einfach eine super junge, hungrige Mannschaft, die einen Fußball gespielt hat, den man so vorher in Deutschland, glaube ich, noch nicht so oft gesehen hatte. Vielleicht noch am ehesten von den Gladbacher Fohlen damals unter Hennes Weisweiler. Das Trainingsgelände war mitten im Dorf. Hinter dem einen Tor war ein Kuhstall, wo man die Kühe auch gehört hat und gerochen sowieso. Und wir hatten sonst nur diesen einen Trainingsplatz. Rangnick denkt aber längst größer, viel größer und lässt machen.
Es entsteht eines der modernsten Trainingszentren im deutschen Fußball. Hier treffen wir Jan Mayer, den Sportpsychologen und heutigen Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, den Rangnick zuvor eigentlich zu Schalke holen wollte. Mutig zu sein, neue Wege zu gehen, das ist sicherlich etwas, was nach wie vor in der DNA hier drin steckt. Von ihm war es initiiert, wie es gehen kann, nämlich nur anders. Also nicht so wie die Etablierten, sondern anders. In Hoffenheim investieren sie nicht nur in Beine oder Steine, sondern auch in Köpfe. Die Sportpsychologie wird Teil des Systems. Und wir haben es dann zum ersten Mal eigentlich so richtig professionell in die Tat umsetzen können in Hoffenheim, wo wir dann einfach auch für so eine Position die finanziellen Mittel hatten. Ich glaube, inzwischen ist es klar geworden, dass es dabei nicht darum geht, irgendwelche Spieler auf die rote Couch oder aufs rote Sofa zu setzen, sondern dass das einfach völlig normal ist, auch für diesen Bereich einen absolut dafür ausgebildeten Fachmann zu haben. Best man for each job. Und wenn du das dann fortführst, war es vielleicht in meinem Fall dann, dass wir angefangen haben, mit Videogames zu versuchen, die Spieler schneller im Kopf zu machen, wo alle gesagt haben, Videogames, seid ihr noch ganz dicht. Und das hat sich dann sozusagen bestätigt, auch durch Wissenschaft. Und plötzlich hast du so eine Helix, so eine 360-Grad-Wahrnehmungsumgebung, in der exekutive Funktionen trainiert werden. Du darfst hier anders sein, du darfst hier verrückt denken. Manchmal geht es schief, dann ist es nicht schlimm. Und wenn halt was Tolles draus wird, dann nennt man es dann Innovation. Es geht Rangnick als Trainer und Sportdirektor aber bei weitem nicht nur um Technik. Auch die menschliche Komponente ist ihm wichtig. Vielleicht eine Geschichte noch. Und dann hatte Ralf die Angewohnheit, dass er beim Auswärtsspiel abends noch mal durch die Zimmer durch ist. Und wir haben dann Spieler gesagt, du wusstest ja, dass der dann da kommt. Und wenn dann die Tür vom Nachbarzimmer gegangen ist, hast du schon Gänsehaut bekommen. Weil du wusstest, jetzt kommt er rein und sagt genau das Richtige, was du jetzt hören willst. Und das sind natürlich auch so Sachen, dieses sich hineinversetzen in den anderen Menschen und das zu formulieren, sich zu kümmern, das auszusprechen, was der andere jetzt braucht, um sich gut zu fühlen, um zu wachsen und am nächsten Tag zu performen. Ich weiß nicht, ob man sowas lernen kann, aber das ist eben auch etwas, was diese Geschichte verbinde ich eben auch mit dem Mensch, Ralf Rangnick. Zum Menschen Rangnick gehört aber auch, dass er keine Kompromisse kennt. Im Streit mit Dietmar Hopp über einen Wechsel von Luis Gustavo zum FC Bayern, der über seinen Kopf entschieden wird, schließt er das Kapitel Hoffenheim. Für immer. Im März 2011 kehrt Rangnick zu Schalke zurück. Er gewinnt mit dem S04 den DFB-Pokal. Den einzigen Titel seiner Karriere. Wenige Wochen später ist Schluss. Rangnick kann nicht mehr. Diagnose Burnout. Dass dies öffentlich wird, ist ungewöhnlich. Rangnick geht mit seiner mentalen Erkrankung um wie bislang kaum ein anderer. So mutig, wie er halt mit den anderen Themen auch umgegangen ist, ganz klar, ganz professionell. Da ist etwas in Schieflage. Ich brauche Zeit, ich brauche Unterstützung, um sie dahin zu bekommen. Nichts anderes als eine körperliche Verletzung. Aktuell will Rangnick nicht darüber reden. Dabei schaffte er damals, 2 Jahre nach Robert Enkes Suizid, den Beweis, dass mentale Probleme heilbar sind, wie Zerrungen oder Knochenbrüche. Also auch mit diesem eigenen nach vorne gehen und das zu thematisieren, hat er sicherlich eben auch anderen Mut gemacht, dass man sagt, okay, ich muss das ansprechen. Intern muss man sagen, sind diese Themen aus dem Tabu irgendwie verschwunden. Rangnick kehrt nach 10 Monaten Auszeit zurück und erweckt die schlafende Fußballstadt Leipzig, führt den Verein aus der Regionalliga bis in die Champions League. Perfektionistisch ist er geblieben, aber er gönnt sich mehr Pausen. Spätestens mit RB Leipzig zeigt er der Konkurrenz, dass richtig ausgegebenes Geld große Erfolge produziert.
Dabei gewinnt Leipzig erst Titel, als Rangnick RB 2020 verlässt. Zwei Pokalsiege und zuletzt den Supercup. Ist die logische Folge von allem, was hier nachhaltig aufgebaut wurde. Und ich bin überzeugt, dass auch demnächst mal ein Meistertitel folgen wird. Für mich geht es um Nachhaltigkeit, auch Dinge zu entwickeln, die auch auf Sicht Bestand haben und die sich dann nachher nicht irgendwo als One-Hit-Wonder erweisen. Meisterschaft für Leipzig. Klingt für viele Fußballfans wie eine Drohung. Hat Rangnick also doch ein Monster geschaffen? Das fragen wir Jakob Rosenberg vom österreichischen Fußballmagazin Ballesterer. Nein, weil es diese Monster auch ohne Rangnick gegeben hätte. Sie würden vielleicht nicht so gut funktionieren oder sie würden anders funktionieren. Aber dass es solche Clubs gibt und dass es Leute gibt, die sich so in Clubs verwirklichen wollen, und da meine ich nicht den Rangnick oder die sportlich Beschäftigten, also auch die Spieler nicht. Also Red Bull hat ja großartige Spieler auch hervorgebracht. Das Monster hat schon wer anderer geschaffen. Und da würde ich ihm die Verantwortung würde ich ihm nicht geben. Ja, also dieses Thema, ne? Also was die ideelle Fußballwelt sich wünscht von dem Professionellen und was der Professionelle sich wünscht von dem Ideellen, die werden nie zusammenfinden. Mögen oder nicht, kann jeder selbst entscheiden. Rangnick haben die Projekte Hoffenheim und Leipzig nicht beliebter gemacht. Aber darum geht es ihm nicht. Rangnick ist Idealist im Sinne des perfekten Fußballs. Was hindert große Traditionsclubs dran, eben auch mit diesem Approach Vereine zu entwickeln? Du darfst dich nie zurücklehnen, ausruhen und zu glauben, so jetzt feiern wir unsere Erfolge der Vergangenheit, wir zelebrieren, überspitzt formuliert, unsere Asche. Damit komme ich nicht weiter. Auch nach gewonnenen Titeln kannst du eine Nacht feiern, vielleicht auch mal zwei. Aber spätestens am dritten Tag muss der Blick schon wieder nach vorne gerichtet sein und sagen, so, was wartet denn jetzt für Herausforderungen auf uns? Seit Juni 2022 ist er Teamchef in Österreich. Ich glaube, dass die Mannschaft und die Spieler schon genug Qualität haben und dass man vielleicht in Österreich sich dessen noch gar nicht so ganz bewusst ist oder auch gewesen ist, wie viel in dieser Mannschaft steckt. Windischgarsten in den Kalkalpen. Vor den ersten richtigen Trainingseinheiten geht es erst einmal in 1:1-Situationen. Mit den Fans. Die lieben ihre Stars und die gelebte Nähe. Auf dem Rasen wird geflaxt. Der Mannschaftsgeist ist zu spüren. Kein Wunder, in der EM-Qualifikation läuft es richtig gut. Österreich ist zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer vor Belgien und Schweden. Das System Rangnick funktioniert. Er hat eine Philosophie, die setzt er um. Wir folgen der und das funktioniert sehr gut. Und deshalb stehen wir da, wo wir jetzt stehen. Am Folgetag, ganz ohne Zuschauer, verlangt Rangnick mehr von seinen Spielern. Manchmal ganz bewusst zu viel. Wir versuchen schon auch den Jungs hier, ohne dass es dann zu einer Wohlfühloase wird. Die Jungs, die wissen schon, dass die Trainingseinheiten ihnen einiges abverlangen. Jetzt gar nicht so sehr körperlich, sondern eigentlich eher so vom Kognitiven, von der Wahrnehmung. Die Dinge, die sie dann während der Trainingsformen machen müssen, die dann oftmals ein bisschen unter erschwerten Bedingungen stattfinden, die auch was mit Übertreibungen zu tun haben, dessen, was wir dann im Spiel brauchen. Gerade bei der Nationalmannschaft ist es wichtig, dass dann die Substanz des Trainings einfach stimmt. Denn wir haben eben nur ein paar Einheiten, die wir mit den Jungs hier machen können und die müssen sitzen. Vor dem EM-Quali-Spiel gegen Belgien machen Rangnick Verletzungen Sorgen. Stars wie Arnautovic und Alaba fehlen. In Wien kann sich Österreich mit einem Sieg gegen die Belgier die vorzeitige Quali für die EM im Sommer 2024 in Deutschland sichern. Das 1:0 schießen die Belgier. Und das ist im Ernst-Happel-Stadion nur der Anfang. Joussac Loukébakio et son pied gauche, c'est goal pour la Belgique et doublé de Dodi Loukébakio. Appel maintenant Doku, elle est bonne, joué, hein. Elle est très bonne et Lukaku qui marque, le voilà le but. Jetzt wird's bitter. Leimer, Leimer.
Und da macht er sein Tor! Conny Leimer! Ausgerechnet Conny Leimer! Österreich ist wieder dran. Marcel Sabitzer verkürzt auf 2:3. 84. Minute. Jetzt geht hier vielleicht doch noch was. Am Ende geht nichts mehr. 2:3 verloren. EM-Quali vertagt. Neu ist, dass Rangnick Niederlagen mit Humor nimmt. Gegen Färöer oder Wales oder die Spanier. Wir haben Likör und Cocktails und einen Doppelliter Wein. Nicht mein Freund, alles vergeht. Aber man immer gewinnen, schreien wir wie blöd. Und die Stadt hört uns noch immer singen. Hoch, gewinnen wir's nimmer, na hoch. Gewinnen wir's nimmer, na hoch. Gewinnen wir's nimmer, na hoch. Werden wir's nimmer gewinnen. Um wie viele Jahrzehnte verlängern Sie Ihren Vertrag? Das ist die nächste Debatte, Bro. Die Idee zum offiziellen EM-Song des Teams Austria hatte der Teamchef höchstpersönlich. Rangnick beobachtet viel, lässt sich von anderen Teams inspirieren. Marokko und Argentinien als positive Beispiele, da hatte man wirklich das Gefühl, die ganze Nation ist im Stadion und ist in Doha mit dabei, steht hinter der Mannschaft und identifiziert sich mit dieser Mannschaft. Und das spüren die Spieler natürlich auch. Und das ist im Moment bei uns auch so ein bisschen dabei, sich zu entwickeln. Die Zuschauer haben ein feines Gespür dafür, ob hier eine Mannschaft einfach nur Fußball spielt, weil sie Fußball spielt, oder ob sie sich, ja, ich sag's mal überspitzt formuliert, auf einer Mission befinden. Stopp mal kurz, beide Mannschaften mit Viererkette. Seine Spieler wissen, was Rangnick von ihnen will. Mitte zu. Eins kann ich sagen. Grenzen werden wir uns keine setzen. Wir sind sehr ehrgeizig und haben hohe Ziele. Was ganz viel Spaß macht, ist Gewinnen. Und das ist am Ende das Wichtigste. Auch das Herz seines Teams hat Rangnick längst erreicht. Ein sehr angenehmer, positiver Mensch, mit dem man sich über alles unterhalten kann. Jetzt, wenn es nicht nur um Fußball geht, sondern auch um private Angelegenheiten. Ich glaube, ist er eine Person, wo man immer anklopfen kann an seine Tür und der für einen da ist. Aber lieben ihn auch die Fans? Er wird geschätzt, er wird respektiert. Ob er geliebt wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, welcher Teamchef zuletzt geliebt worden ist. Rangnick hat ohnehin nur Augen für das Spiel. Diese authentische Liebe zum Fußball und Fußball anschauen ist extrem bei ihm. Ich wünsche ihm, dass er sich diese Begeisterung für den Fußball erhält. Also um die beneide ich ihn fast. Ich glaube nicht, dass es jemand ist, der jetzt irgendwie jeden Abend irgendwie sich in den Spiegel schaut und sagt, okay, ich habe den Titel und den Titel gewonnen. Ich habe sonst vorher sowohl im Nachwuchsbereich von den Kleinsten, von der E-Jugend bis zur A-Jugend und im Seniorenbereich von der Bezirksliga bis zur Champions League alle Leistungsstufen schon als Trainer oder als Sportdirektor erlebt. War jetzt auch im Ausland bei Manchester 6 Monate. Auch diese Erfahrung habe ich gemacht. Und jetzt eben auch zumindest gegen Ende einer Trainer- oder Sportdirektorenkarriere auch als Nationaltrainer mal arbeiten zu können, ist auch ein Privileg. Das war auch einer der Gründe zu sagen, das mache ich jetzt, da habe ich Lust drauf. Möglichst eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft mit Österreich in Deutschland zu spielen, ist natürlich auch ein großer Antrieb für mich und auch für meinen kompletten Trainerstab. Die Qualifikation für die Europameisterschaft erkämpft sich Österreich in Aserbaidschan mit einem 1:0-Sieg in Baku. Vision ist ja klar, möglichst weit kommen, das ist schon mal klar. Und was möglichst weit ist, werden wir sehen. Das, jetzt zu sagen, wir wollen unter die letzten 4 oder unter die letzten 8 kommen, damit limitierst du dich ja selber. So weit kommen wie möglich. Wir wollen so gut und so erfolgreich spielen, wie wir nur können mit unserer Mannschaft. Und die Mission ist auch klar. Wir müssen das auf eine Art und Weise tun, dass ganz Österreich das Gefühl hat, hey, die spielen für mehr als nur für Sieg oder Niederlage, sondern die spielen für das Land. Die sind stolz, das Nationaltrikot tragen zu dürfen. Und sie wollen zeigen, dass Österreich eben nicht nur eine reine Skifahrernation ist oder vielleicht auch eine Nation, die gute Skispringer entwickelt, sondern die auch im Fußball ein bisschen was drauf hat. Feiert noch richtig heute Abend, okay? Feiert richtig, okay? Rangnick liebt den Fußball. Voller Leidenschaft, aber ohne Kompromisse.